Herzlich willkommen aus dem schönen Seebad Bansin auf der Insel Usedom hier in meinem Wahlkreis. Mein Name ist Stefan Reuken. Ich bin der Bau- und verkehrspolitische Sprecher der AfD-Fraktion hier in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir wollen heute einmal schauen, was die rot-rote Landesregierung in den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit überhaupt für die Leute hier auf der Insel und vor Ort zustande gebracht hat. Von den ersten 100 Tagen der rot-roten Landesregierung hat man hier auf der Insel, hier auf Usedom, bestenfalls nichts mitbekommen. Die Landesregierung hat außer ein paar Verschlimmbesserungen in der Corona-Politik für die Leute hier vor Ort leider bisher noch nichts geschafft. Weder im Wohnungsbau noch im Verkehr liegen irgendwelche Lösungsansätze auf dem Tisch. Die Landesregierung scheint nicht in der Lage, hier die Leute vor Ort unterstützen zu können oder das vielleicht überhaupt sogar zu wollen. Wir glauben, dass man den Verkehr von der Insel schaffen muss, indem man einen landesweiten Verkehrsverbund schafft. Nur so bekommt man die Leute eventuell von dem Auto in den Zug. Und grundsätzlich ist es so, dass man verkehrspolitische Experimente nicht auf dem Rücken der Verbraucher machen sollte. Die AfD wird sich weiter im Landtag dafür einsetzen, dass die Politik aus dem Plenarsaal von Schwerin auch hier auf der Insel bei den Leuten ankommt. Besonders hier auf der Insel Usedom wird deutlich, dass leider nicht jeder in so einem schönen Haus wohnen kann wie hier an der Strandpromenade in Bansin. Gerade die Leute, die hier arbeiten, haben große Probleme, Wohnraum hier auf der Insel zu finden. Und wenn man auf der Insel arbeitet, sollte man auch auf der Insel wohnen können. Dafür steht die AfD. Hier an der Brücke in Wolgast ist einer der Punkte, die im Sommer, aber mittlerweile das ganze Jahr für viel Verdruss und Ärger sorgen. Lange Staus verhageln den Leuten die Urlaubszeit und die Leute, die hier leben und arbeiten, verlieren wertvolle Zeit. Die Landesregierung wird es nicht schaffen, diese Probleme zu lösen, indem sie eine Verkehrswende auf dem Rücken der Bürger absolvieren möchte. Eine Traumtänzerei, dass teure Spritpreise und andere Gängelungen die Leute in die Züge treiben, das wird nicht funktionieren. Wir als AfD sind der Meinung, die Leute in den Zug zu bekommen, den ÖPNV benutzen zu wollen, geht nur, indem man ihn sinnvoll taktet zu angemessenen Preisen und das Ganze noch möglichst praktikabel gestaltet. Das bedeutet für uns, wir möchten einen Verkehrsverbund für unser ganzes Bundesland, damit eben die Tickets und die Preise für das ganze Bundesland nicht nur gleich sind, sondern auch mit einem Ticket von einem Ort im Bundesland zum anderen gefahren werden darf, auch wenn dabei Landkreisgrenzen überschritten werden.